guten Abend. Da sind wir heute freudig, dass das Spiel so gelaufen ist, wie das Spiel gelaufen ist. Viele Mannschaften haben, oder beide Mannschaften haben viel investiert, das haben wir gesehen. Es waren sehr viele Aufbereitschaft auch da, ab und zu mit dem Eindruck, dass gab es fast keine Unterbrechungen. Es ging ab und an, ja, ab und an. Und wichtig war natürlich auch, dass wir durch eine starke Mannschaft, sehr starke Mannschaft, einige starke, waren sehr viele Zweikämpfe auch dabei. Und wie ich schon gesagt habe, vor zwei Tagen, das ist nur ein Sieg und es geht einfach weiter. Vielen Dank, Pavel Moos. Corey, your statement, please. A very similar game the last time. We ended up chasing the game for the most part. And when you do that, you get into trouble. You just have to do a better job of understanding what's a penalty and what isn't, and adjusting our game. And Kiel has to step up and do a better job against their power. And between those two areas, we have a lot better chance of winning. Vielen Dank, Corey. Ich fasse das kurz zusammen. Corey Gluston hat einen ähnlichen Spielverlauf wie im letzten Spiel gesehen. Sein Team ist direkt von nahezu von Beginn an dem Spiel hinterhergelaufen. Er sagt, dass man, dass seine Mannschaft ein Stück weit besser verstehen muss, was eine Strafe ist und was nicht. Daraus müssen die Lehren gezogen werden und im nächsten Spiel ist besser gemacht werden. Das war Yeah, you mentioned that too many penalties will just kill your team when you look at the series. Eine Frage nach den Strafen. Well, the series is only three games in, so ask me that after it's over. Zweite Frage. Das ist nicht der Fall.